Lilo, heute mal ein Video wieder für unsere Experten. Es wird ein bisschen stumpf. Und zwar habe ich geguckt, MOSX, was ist denn MOSX? Es gibt immer wieder die Frage, kann ich denn nicht irgendwie ein Cluster von Rechnern machen, wo mehrere Rechner zusammenarbeiten und eine Aufgabe erledigen, zum Beispiel um ein Passwort zu knacken oder eine komplizierte Aufgabe zu lösen, wie beim SETI-Projekt, ne, wo viele Rechner eine Aufgabe lösen. Und für unseren privaten Bereich habe ich auch mal geguckt, ne, kann man das irgendwie vielleicht mal nutzen. Gut, hier ist die entsprechende Seite, wo man sich das runterladen kann. Es gibt auch eine Anleitung, habe ich natürlich nicht durchgelesen und deshalb jetzt hier so ein bisschen spartanisch. Ich nutze das jetzt nur einen Tag, also nicht zu viel erwarten. Wichtig scheint zu sein, dass man, wenn man Linux schon hat, eine 64-Bit-Version hat, ne, mit Uname -A kann man das prüfen. Dann habe ich mir das runtergeladen. Ich habe das hier mal kurz aufgeschrieben, was ich so gemacht habe. Habe das entpackt in den entsprechenden Ordner, in meinen Download-Ordner. Wichtig war, das hätte ich am besten vorher gemacht, deshalb habe ich es hier hingeschrieben, den Rechner eine feste IP-Adresse. Eigentlich jedem Rechner, den ich jetzt zusammenfassen will, so ein kleines Netzwerk, ne, bearbeiten, eine feste IP-Adresse zu geben. Ne. Warum das nützlich ist, weil die sollen ja zusammenarbeiten. Man muss hinter den IP-Adressbereich festlegen, wo man zusammenarbeitet. Ne. ifconfig kann man das rauskriegen, was hat man im Moment für eine lokale IP-Adresse, wenn ihr eure IP vom Router bezieht per DHCP. Gegebenenfalls mal schauen, ob die Rechner, die beteiligt sind, nicht sowieso alle in einem bestimmten Adressbereich sind. Von bis braucht ihr. Gut, dann bin ich mit CD in den entsprechenden Ordner gegangen und habe mit sudo.mosix install das installiert. Ab dem Zeitpunkt braucht man den Download-Ordner nicht mehr. Gut, hier ist nochmal der Download-Ordner. Diese Datei runtergeladen und im entsprechenden Link entpackt. Und da sind da so Dateien drin. Jetzt muss man in den Ordner rein und die Datei MOSX install starten. Dann ist es installiert. Ab da braucht man das Ding hier nicht mehr. Ne? Hier, MOSX install. Gut. Haben wir das gemacht? Muss man entsprechend dann auch noch Einstellungen vornehmen. Die zeige ich jetzt mal. Also ich gehe das mal, damit das nicht zu abstrakt wird mit CD, mit Download-Ordner. Ne? Da haben wir schon den Packen. Es CD muss klein geschrieben da rein, ls und dann mit Punkt Schräger die MOSX Installdatei starten. Ja, wie heißt die MOS? Kann ich nochmal nachgucken hier. Der entsprechende Link steht dann aber auch in den entsprechenden README-Dateien. STRG-V bzw. Rechtsklick. Einfügen und damit das überhaupt funktioniert, setzen wir noch sudo davor, sudo mit admin rechten. So, im Ordner rein, installiert, fertig, gegebenenfalls neu starten. Die IP-Adresse der beteiligten Rechner dann jeweils auf eine feste setzen. Haben wir das erledigt? Ne? Mache ich mal mit Absicht jetzt das Terminal zu. Neu starten. Das Ding ist jetzt gestartet. Und es gibt dann, ne, also jetzt brauche ich nicht mehr in den Ordner, beziehungsweise darf da gar nicht mehr rein, sudo. MOSConf die Konfiguration, ne, Passwort. So ist das einfach Enter drücken. So, die ersten beiden Sachen sind wichtig. Die sind normalerweise, wenn ihr es noch nicht installiert habt, noch mit Sternchen versehen. Welche Knoten in this Cluster, also welche Rechner sollen jetzt zusammenarbeiten? Ne? Muss man einmal definieren. 1, Enter. Und ich habe hier definiert 10 Knoten, beginnend mit der Rechner, wo ich gerade dran sitze, hat jetzt diese feste IP-Adresse, ne? Das war, was ich da festgelegt habe. Und es gäbe noch 10 weitere. Ne? Wenn die nicht existieren, ist es nicht schlimm. Ich habe eigentlich nur einen weiteren, aber ich habe mal 10 definiert. So, XZQ und Authentifikation, Passworte festlegen, 2, wichtig. Ne? Habe ich einfach mal Passwort genommen. Ne? Das Passwort nicht zu leichtsinnig. Jeder, der sich in eurem lokalen Netzwerk befindet, sich in euren Cluster einloggt, könnte jedes beliebige Kommando im kompletten Cluster verbreiten und ausführen. Deshalb die Passworte recht pfiffig setzen.
haben wir das alles konfiguriert. QuickQuit jedenfalls, wie gesagt, neu starten. Dann muss dieses Programm laufen mit sudo. Das ist so ein Daemon etc. Also ein Hintergrundtask. Deshalb Daemon init.d muss x start, damit das überhaupt mal läuft. Ist already running. Ne? Man kann, glaube ich, auch mit sudo muss d sudo muss d den entsprechenden Daemon starten. Muss laufen. Gut, habt ihr das zweimal gemacht. Ne? Einmal auf dem einen Rechner, einmal auf dem anderen Rechner. Und die sollen sich mal finden. Ne? Kann man das übrig mit muss mon. Da sieht man nämlich die Knoten. Ne? Ich sehe hier, ich habe zwei Knoten. Erstmal, wenn ihr so weit seid, ist gut. Wie gesagt, ich habe davon abgesehen, mir ein spezielles Kernel zu installieren. Deshalb geht bei mir nur der sogenannte Batch Mode, also muss Batch. Was ist denn das, ne? Wenn ich jetzt diese Kommandos, jede Zeile für sich gesehen, irgendwo ausführen will, meinetwegen die erste Zeile auf dem ersten Rechner, die zweite auf dem zweiten, die dritte wieder auf dem ersten oder wie auch immer. Mir ist eigentlich egal, ne? Das ist jetzt einfach nur eine Testdatei, die ich mir gebastelt habe, damit ich es überhaupt demonstrieren kann. Dann würde sich MOSX selber suchen, wo er gerade Zeit hat, ne? Auf welchem Rechner gerade genug Zeit und Raum ist, das zu tun. Gut, zum Beispiel diese Zeile würde auf dem ersten Rechner ausgeführt, die zweite vielleicht auf dem zweiten, die dritten, vierte, fünfte und sechste wieder auf dem zweiten und dann hättet ihr vielleicht noch einen dritten, vierten, fünften Rechner, ne? Damit ich das sehe, wo läuft es denn jetzt, ne, in meinem Video, habe ich einfach mal hier etwas Zeitaufwendiges gemacht, damit ich das überhaupt demonstrieren kann. Ne? Ich habe einfach nach dem Namen The Rackrunner auf der lokalen Festplatte gesucht, ne, wo auch immer die Festplatte jetzt ist. Ja, Rechner 1 Festplatte, Rechner 2 Festplatte, wie auch immer. Diesen Text umgeleitet in einen Ordner, den ich angelegt habe, auf jedem der Rechner, muss auf jedem der Rechner existieren, ist klar. Man weiß ja nicht, auf welchem Rechner es ausgeführt wird. Deshalb muss die gleiche Struktur existieren auf jedem Rechner. Habe also gesucht auf dem Rechner, ich weiß gar nicht, auf welchem es ausgeführt wird, nur damit es ein bisschen länger dauert, nach The Rackrunner. Und der entsprechende Ausgabetext wird umgeleitet in den Unterordner MOSX Text 1. Gut, mehr macht er gar nicht. Exec davor wird empfohlen, wenn man Umleitungssymbole benutzt. Und er gibt auch noch aus, damit ich das überhaupt im Video mal nachvollziehen kann, auf welchen Knoten bin ich denn jetzt. Der Text 1 wird auf zum Beispiel Linux Mint, wo ich gerade bin, gespeichert. Oder Text 2 auf mein Intel Core i7, dem zweiten Rechner. Gut, jetzt weiß ich also nicht, auf welchem Rechner wird jetzt welcher Befehl ausgeführt von diesen 11 Stück. Jetzt wollen wir das mal sehen, was da so passiert. In der Knotenauslastung sehe ich, wie beschäftigt ist jetzt Knoten 1. Knoten 1 ist der Rechner, wo ich gerade dran sitze, der ist beschäftigt. Obwohl MOS, also MOSX, noch gar nicht läuft, weil ich ja dieses Video aufzeichne. Logisch, der hat jetzt weniger Zeit. Ich könnte mit, habe ich hier auch aufgeschrieben, gehen wir mal in den Ordner rein, persönliche Ordner, Dokumente, MOSX, mit MOS Batch jetzt diese Datei, ne, die aus vielen Befehlen besteht, abarbeiten lassen. Ne, deshalb ist das der sogenannte Batch-Modus, der abgespeckte Modus, wenn man sein Kernel nicht hat überschreiben lassen durch ein anderes oder nicht möchte. Also diese Kommandos sollen jetzt ausgeführt werden, aber jedes für sich auf irgendeinem Rechner, wo gerade Zeit ist. Ich weiß es vorher nicht, welcher, ne, kann ich nicht so wirklich beeinflussen. Mit S20 kann ich dann noch festlegen, dass bestimmte Anzahlen von Kommandos ausgeführt werden. Oder ich könnte mir auch aussuchen, auf welchem Rechner. Möchte ich in dem Fall nicht. Nur mal zur Demo, wie das dann aussieht. Ne? Jedes dieser Kommandos in dieser Datei wird ausgeführt in eine Command. Sollte mir dann anzeigen, auf welchem Rechner. Es kann sein, die werden alle auf demselben Rechner ausgeführt oder manche abwechselnd. Zack. Sieht man hier, ne? Steuerung C kann ich das dann abbrechen. Text 1 wurde alle auf meinem selben Rechner. Ne? Gut, ich weiß es vorher nicht, wer am meisten Zeit hat. Drücke ich nochmal. Jetzt hat der Zeit gehabt. Alle Texte wurden auf dem Intel Core i7 gespeichert. Ne? Zack.
Das kann auch abwechselnd passieren. Und das ist das Interessante, wer gerade am meisten Zeit hat. Ne? Manchmal der oder gleichzeitig beide. Ich könnte jetzt auch mal hier mit rumspielen mit den Parametern S8 meinetwegen. Dann schauen wir mal. Ne? Deck 6, da bricht er ab. So, hier sieht man es jetzt schön. Ne? Da ich das nicht so wirklich beeinflussen kann, sieht man hier an diesem Beispiel gut. Hier wurden die Texte 2, 1, 5, 6, 4, 3, 8, 7, 9 und 10 auf meinem lokalen Rechner verarbeitet und der Text 11 auf dem entfernten Rechner, auf dem Knoten. Nun ging das alles viel zu schnell. Normalerweise sind die Kommandos ja rechenintensive Aufgaben, aber das dürfte euch eine ungefähre Vorstellung davon gegeben haben, was da so ist. Wie gesagt, ich hatte mir hier einen Ordner MOSIX erstellt, damit ich auch sehe, wenn es mal wechselt, welche Texte landen wo. Jetzt kann ich natürlich jetzt hier im Video nicht beeinflussen, wer gerade am meisten Zeit hat. Wir hoffen, dass wir nochmal so ein Ergebnis kriegen wie da. Ebenfalls mehrfach muss ich das machen. Text 11, alle auf Mint 16, nützt mir jetzt nichts. Ja, muss ich nochmal probieren. Denn wenn einmal der Core i7 das gemacht hat, dann dürfte dieser Text auch nicht erscheinen. Das sieht man zum Beispiel hier. Ich habe hier noch einen kleinen Bug drin. Wenn auf dem Core i7 das gemacht wird und er soll wechseln auf meinen Mint, dann funktioniert es komischerweise wieder nicht. Schauen wir mal. Hier haben wir wieder alle. Entfernen. Wie gesagt, ich bastel im Moment ein bisschen rum. Ich hoffe darauf, der fängt mit Mint an und wechselt dann auf den Core i7. Hier ist es wieder anders. Schauen wir mal. Das ist es wieder nicht. Also wie gesagt, ich kann es ja nicht beeinflussen. Ne? Er nimmt immer den, der ihm am besten erscheint, der gerade am besten Zeit hat. Stopp. Los. Stopp. Wie gesagt, da. Das wollte ich. Ne? Man sieht also jetzt hier. Steuern C. Warum er, wenn er mit dem Core i7 anfängt, dann nicht weitermacht, ist mir noch nicht ganz klar. Aber man sieht, die ersten 8 Texte generiert er auf diesem Rechner, in diesem Ordner MOSIX. Die anderen auf dem anderen Rechner in dessen Ordner MOSIX. Und das wollte ich hier sehen. Deshalb habe ich mir diese Commands-Datei mal konstruiert. Ne? Dieser Text, die landen dann schon mal auf dem anderen Rechner. Und man sieht, aha, tatsächlich wurde das Kommando auf dem fremden Rechner ausgeführt. Gut, ich experimentiere weiter. Ihr guckt mal, wie ihr damit so klarkommt. Ne? Gehen wir nochmal rein. Ich zeige euch nochmal die Datei. Also das waren jetzt meine ersten Schritte. Fand ich unheimlich spannend, da mal rum zu experimentieren. Also wenn man jetzt wirklich mal mehrere Rechner in einem Cluster zusammenführen will, dann kann man das tun. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.